oder Seite entlang Richtung Schlussbogen. Lamba Lamba, Louisiane und Salt and Pepper Diamante hinterlauert Max und Alex Chaplin. Unique Affair 500 Meter noch bis zum Ziel. Lamba Lamba. Durch den vorletzten Bogen nicht, durch den letzten schon, nämlich ist Lamba Lamba vorne auszumachen. Salt and Pepper Diamant, Louisiane bleibt dran, ebenso Max und Alex. Unique Fair muss abreißen lassen, zusammen mit dem anderen. Und es geht um die letzte Ecke, Lamba Lamba in der Distanz, aber Salt and Pepper Diamant ist dran. Salt and Pepper Diamant greift an und er geht ganz stark. Salt and Pepper Diamant und rauskommt Max und Alex in den Louisiane, aber Salt and Pepper Diamant, Salt and Pepper Diamant, Louisiane fliegt in den heran, Salt and Pepper Diamant, Louisiane, Max und Alex, dann Lamba Lamba, Unique Affair, Chaplin, Jasmin Bo und der Rest. 15:8, 14:0, die letzten Zwischenzeiten. Das Sechsrennen Halali 2016 geht an den dreijährigen Laviu-Sohn Salt and Pepper Diamant. Der Stall Payday ist Besitzer und Zahltag ist heute für die vom Stall MS Diamanten gezüchtete Pferd. Bastian Krebers ist der Trainer, Dennis Minima ist der Fahrer. Ja, und wenn Optik mal durchschlägt, dann in diesem Fall, denn Salt and Pepper Diamant war vor dem Start definitiv das am besten aussehende Pferd. Und im Ziel ist er der erste. Salt and Pepper Diamant, Dennis Minima. Ja, das ist eine kleine Sensation, das Halali gewinnen hier. Dennis Minima mit Salt and Pepper Diamant. Züchter Andy Schwarz ist auch dabei. Einmal um ihren herzlichen Applaus. Ja, dann wollen wir uns mal bei dem Sieger erkundigen. Dennis Minima, herzlichen Glückwunsch. Dankeschön. Das war eine sehr gut eingeteilte Fahrt. Wir hatten Sie im Vorfeld, sagen wir mal, nicht so auf die Favoritenbürde gehoben, aber Sie haben das hervorragend gelöst. Erzählen Sie uns. Ja, es war ein ganz gutes Pferd, aber ja, das Nummer war heute nicht so schön. Und ich war hinten zwei minder gute Pferde ausgekommen vom Start. Ja, und dann kommt einer nach Hause, da muss ich gehen. Und das Pferd hat so einen guten Kopf und kämpft wie ein Leo. Ja, man hätte natürlich noch mehr darauf aufmerksam sein müssen. Sie haben Nach genannt und man entschließt sich ja nicht so ohne weiteres mal gegen solche Pferde anzutreten. Heute hat er 18.000 Euro verdient, das ist ja eine Sensation. Ja, es war für alle Pferde heute in die Rennen. Hat alle nicht so viel verdient. Aber es war unglaublich. Ich weiß nicht, was ich sagen muss. Sie haben ihn ordentlich angefeuert in der Zielgeraden. Er braucht dann eine harte Ansprache. Ja, das braucht er. Ja, er war ein bisschen lau und wenn du ein bisschen wacker machen könnte. Wo kommen Sie her? Erzählen Sie uns ein bisschen. Wir haben Sie hier in Hamburg, das müsste der erste Sieg sein, ist das richtig? Das stimmt, ja. Ich werke 10 Jahre bei Bas und die Besitzer haben bezahlt für diese Rennen und die würden gerne hier laufen in die Rennen. Und dann komme ich hier und dann, das sehe ich. Der Züchter ist auch da, Andy Schwarz. Du hast den Besitzer überredet, dass er hier nachgenannt das Pferd. Ja, ich habe gesprochen damit. Er fragte nach der Meinung. Ich sagte, du kannst das riskieren. Er hat in Gelsenkirchen ein super Rennen gefahren. Ich glaube, das Rennen war sehr schnell. Es gab keine Zeit damals. Ich denke, eine gute 15er. Das musste man riskieren. Und der Besitzer Alexander, der Sportsmann, der traut sich sowas probieren. Und das muss man. Und das war super. Und dann hat er das sensationell umgesetzt. Und für mich als Züchter ein Traum. Also ein tolles Pferd, das wahrscheinlich im Alter erst richtig gut wird. Ein Love You, den sie nicht umgebracht haben und den sie jetzt dadurch top hier haben. Und ich hoffe noch viel zu sehen von ihm. Und ich denke, vierjährig, vielleicht habt ihr wieder ein schönes Rennen hier. Ja, da habe ich schon von gehört, dass wir schon vierjährig sehr schöne Rennen hier haben. Ja, dann sollten die doch wiederkommen. In jedem Fall. Auf alle Fälle ist das ein herzlicher Applaus wird für einen glücklichen Züchter, einen glücklichen Fahrer, ein sehr guter Trainer und natürlich der Besitzer, der uns wahrscheinlich zuschaut. Das Halali 2016.
Pferd am Auto. 50 Meter bis zur Marke. Und das Halali 2016 ist gestartet und da kommt von ganz außen Lamba Lamba zusammen mit Steigefettin Louisiane Fehler von Montfilou in der Anfangsphase. Und Lamba Lamba will die Führung und bekommt sie auch. Lamba Lamba an der Spitze vor Louisiane, dann in dritter Position zwei Rot, die 2. Und die Karte für Montfilou. Lamba Lamba hat sich durchgesetzt, führt gegen Louisiane einige Längen. 6-8 die erste Zwischenzeit, einige Längen Abstand dann zu Chaplin. Vierte Position für Jasmin Bob, dahinter dann Salt and Pepper, Diamant. Alle schon an der Innenkante einsortiert nach dieser flotten Eröffnung. Kommt das Feld nun an der Tribüne vorbei. Lamba Lamba an der Spitze bringt das Feld auf die Schlussrunde gegen Louisiane. Dahinter Chaplin. Vierte ist Jasmin Bo. Fünftes Pferd Salt and Pepper Diamant. Da hängt sich dann Max und Alex dran. Und dahinter dann Unique Affair. Dann folgt Cassandra Bo. Und die Pferde sind auf der Schlussrunde. 15-6, die Zwischenzeit, Fehler von Jasmin Bo. Wieder auspariert, hat die Position eingebüßt, geht auf die Überseite. Lamba Lamba vor Louisiane und außen Salt and Pepper Diamant. Viertes Pferd ist Chaplin, dann außen Max und Alex. So geht es die Überseite entlang Richtung Schlussbogen. Lamba Lamba, Louisiane und Salt and Pepper Diamant. Dahinter lauert Max und Alex, Chaplin, Unique Affair, 500 Meter noch bis zum Ziel. Lamba Lamba. Durch den vorletzten Bogen nicht, durch den letzten schon, nämlich ist Lamba Lamba vorne auszumachen. Salt and Pepper Diamant, Louisiane bleibt dran, ebenso Max und Alex. Unique Fair muss abreißen lassen, zusammen mit dem anderen. Und es geht um die letzte Ecke, Lamba Lamba in der Distanz, aber Salt and Pepper Diamant ist dran. Salt and Pepper Diamant greift an und er geht ganz stark. Salt and Pepper Diamant und auskommen Max und Alex in den Louisiane, aber Salt and Pepper Diamant, Salt and Pepper Diamant, Louisiane fliegt in den heran, Salt and Pepper Diamant, Louisiane, Max und Alex, dann Lamba Lamba, Unique Affair, Chaplin, Jasmin Bo und der Rest. 15-8, 14-0, die letzten Zwischenzeiten.